Jawohl, und da sind wir im Lifestyle und wie eben angekündigt, jetzt ist die Couch gut gefüllt, meine Gäste sind da, ich freue mich sehr, wir fangen erstmal an, Ladies first, zum einen haben wir Maria Donner bei uns, Autorin, an ihrer Seite ist Uwe Donner, Produzent und klar, hier vorne ist er wieder, Frank Monte Montenbrook, unser Freund, mittlerweile, ich glaube schon zum dritten oder vierten Mal hier bei uns in der Sendung, dritte Mal schon. Diesmal auch nicht als Sänger wie beim letzten Mal, sondern als Schauspieler, weil es geht um ein ganz interessantes Projekt, nämlich Traum der Zehn, es ist ein Benefits Fair Budget-Projekt. Es ist ein Film, der gedreht werden soll, ich glaube im August bzw. im September. Aber erstmal vom Film weg. Das Thema des Films ist an das Buch Traum der Zehn ausgerichtet. Und da kommst du, Maria, als Autorin ins Spiel. Was ist Traum der Zehn überhaupt genau? Also 1998 hatte ich den Traum der Zehn. Mhm. Also sprich, ich habe als Beobachter diese ganze Geschichte geträumt. Bin morgens aufgestanden, war ja noch nie so intensiv morgens aufgestanden, habe das sofort aufgeschrieben und das begleitet mich seitdem. Es ist einfach so dieses Gefühl einer Welt im Miteinander erlebt zu haben. Na, das ist einfach so anders. Also das ist so, man kann es nicht beschreiben. Ja, also das ist wirklich alles, dass alles harmonisch, dass das alles funktioniert. Dass es nicht eine böse Utopie irgendwann kommen wird, sondern dass alles in Wirklichkeit vielleicht dann in Zukunft harmonisch sein wird. Kann man das so sagen, dass man in Frieden auch lebt, alle zusammen? Im Endeffekt geht es darum, dass jeder dem anderen wünscht, dass er gut lebt. Ja. Jedem Menschen, sich selber auch. Also sprich, dass man sich nicht selber zurücknimmt und sagt, die anderen sollen alle gut. Nein, jeder Mensch, jedes Lebewesen soll ein gutes Leben haben. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Das ist ganz, ganz einfach. Aber eigentlich das Einfachste ist auch dann peu à peu umzusetzen. Ja. Weil es ist halt, ja, ich muss mit meinem Nachbarn machen. Und ja, wenn irgendwo in der Welt Krieg ist oder so, ich wünsche niemandem Krieg. Ich wünsche, dass da auch Frieden ist. Ne? Das ist dann wirklich... Klar, die Menschen sollen da auch gescheit leben. Ja. Wer ist die Hauptfigur bei dir im Buch, wenn du noch ein bisschen mehr über die Geschichte sprechen kannst? Weil ich habe es auch mal aufgemacht, wenn man kurz auf die Seite von Amazon nämlich geht. Da sieht man nämlich unter anderem auch deine Bücher. Und da ist nämlich auch der Traum der Zehn, den es hier beispielsweise als Kindle Edition gibt. Auch kostenfrei hier bei Amazon. Weil jeder kann sich diese Geschichte auch dann runterladen und lesen auch. Oder ich habe es auch auf der Webseite als Hörbuch. Da will ich gar kein Geld mitmachen. Ja. Wofür? Der Traum soll wahr werden. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Ja. Und wann kam die Idee für dich, wahrscheinlich auch in Verbindung mit deinem Mann, vielleicht daraus ein Filmprojekt zu machen, dass man aus diesem Buch, aus diesen Gedanken, aus diesen Geschichten oder die Ideen, die du hast, das bewegte Bild auch zu machen. Wann kam diese Idee ans Tageslicht? Ja, eigentlich Wunsch, dass alle das erleben können. Das ist halt der Unterschied zum Buch. War immer schon da, aber bevor wir uns gekannt haben, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber machen müssen. Ja. Weil ich habe null Ahnung gehabt, wie man sowas umsetzt. Und das muss richtig gut gemacht werden. Ja. Das kann ich als Laie überhaupt nicht leisten. Ne? Ich brauche ja jetzt nur ein bisschen gucken und dafür sorgen, dass das Drehbuch Inhalt hat und solche Sachen. Aber das Optimieren und das Drehen und das Ganze zusammen zu machen, da müssen halt Profis dran, das kann ich nicht. Ich wollte sagen, und da ist der Uwe natürlich als Produzent, als Profi auch mit dabei. Wie wirst du vorgehen? Hast du deine Vorstellung, um den Traum der Zehn als Film umzusetzen? Weil es soll ja losgehen, wir werden natürlich gleich darüber sprechen, wie das Ganze überhaupt finanziert wird. Aber es soll, glaube ich, losgehen im August und im September. Ja, also erstmal zu dem, was Maria noch gesagt hat. Also sie hat mich schon lange damit genervt, Anführungszeichen positiv genervt, um zu sagen, mein Gott, wir haben doch im Prinzip alles da. Lass uns da mal einen Film draus machen. Wir sind ja damit angefangen, dass wir ein Hörbuch draus gemacht haben. Ja. Ich habe noch eine Vorlesung damals gemacht. Das haben wir alles schon mal aufgezeichnet. Und die Idee dahinter, das jetzt auch visuell noch zu machen, ist natürlich, dass die Leute einen Film viel mehr wahrnehmen, als wenn die etwas lesen oder wenn die etwas hören. Ja. Weil die Diskussion oder beziehungsweise das darüber reden, findet einfach mehr statt, wenn man etwas gesehen hat. Ja. So, zur Umsetzung. Klar, wir haben natürlich jetzt auch unsere Kontakte mit Profikameraleuten, mit Profibeleuchtern und so weiter. Das können wir ja alles alleine nicht stemmen. Ja. Und dementsprechend nutzen wir natürlich das große Netzwerk, was wir haben. Die Umsetzung wird natürlich schon ein bisschen schwierig werden, weil das alles so ein bisschen in diese Traumsequenzen mit reingeht. Mhm. Aber wir versuchen das natürlich so umzusetzen, dass wir sagen, also aus einer Traumsequenz soll die Realität auch erscheinen.
meinen, damit wirklich das, was sie geschrieben hat, was sie geträumt hat, auch Realität wird. Ja, wo soll es gedreht werden? Ich glaube, hier auch bei uns in Nordrhein-Westfalen wird produziert, glaube ich. Wir wollen vorrangig bei uns im Kreis Borken drehen. Ja. Wir kommen ja selber aus Borken. Versuchen da natürlich, das meiste wegzudrehen, wenn es überhaupt möglich ist. Ja. Es sind ja so ein paar Sachen dabei, dass wir ein brasilianisches Café zum Beispiel brauchen. Ja. Da haben wir vor kurzem durch Zufall auch eine Location entdeckt, die sah schon sehr brasilianisch aus. Also war dann auch bei uns um die Ecke. Also von daher versuchen wir alles bei uns im Kreis zu machen. Ja. Was ich interessant finde, weil es ja ein Benefits-Fair-Budget-Projekt ist. Und alle, die an der Produktion beteiligt sind, werden für den gleichen Stundenlohn arbeiten. Weil da hast du auch ganz klar gesagt, jede Stunde hat 60 Minuten, egal für wen. Also da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Nee, also es gibt den einzigen Unterschied. Manche sind halt irgendwo geschäftsmäßig unterwegs. Die kriegen halt die Mehrwertsteuer noch drauf und fertig. Dass halt 10 Euro wirklich in der Tasche bleibt. Aber ansonsten, jeder ist gleich viel wert. Ja, das ist der Traum. Hast du absolut recht. Das ist schon mal Punkt 1 bei diesem Film. Und wir werden gleich noch viel über vor allem von Monte erfahren, weil ich glaube, er war einer der Ersten, der gesagt hat bei diesem Projekt, ich will mitmachen. Mittlerweile sind auch noch ein paar andere Schauspieler mit dabei, unter anderem auch Tom Barkal, den kennen wir natürlich alle als Keule. Leider heute nicht hier, ist ein bisschen krank an dieser Stelle, gute Besserung. Normalerweise wäre Tom auch mit hier dabei gewesen, aber der Monte hat gesagt, da bin ich sofort mit dabei, ich will unbedingt mit dabei sein und auch über diesen Film sprechen. Und vor allem werden wir uns gleich über das Thema Crowdfunding noch unterhalten, weil darum geht es selbstverständlich auch bei Traum der 10. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Gleich viel, viel mehr zu diesem sehr, sehr interessanten Projekt. Jetzt erstmal ein bisschen Musik, kurz unterbrechen. Wir sind gleich wieder da für euch. Bleibt bei uns. Danke.